Jo Leute, was geht und damit willkommen zu einer neuen Folge von der Formel 1 2016 Karriere. Und heute geht es endlich mal wieder weiter beim Großen Preis von Kanada. Die letzte Aufnahme ist aus meiner Sicht schon etwas mehr als eine Woche her. Deshalb bin ich echt mal wieder gehypt, da endlich mal wieder weiter zu zocken bei dieser Karriere. Im letzten Part waren wir ja in Monaco und da gab es auch die nächsten Punkte. Also bis auf den ersten Grand Prix in Melbourne haben wir wirklich ausnahmslos jedes Rennen Punkte geholt. Im letzten Part eben auf Platz 6 gewesen und dort haben wir eben auch wieder relativ gut die Taktik umgesetzt. Eben während dem Safety Car war das, glaube ich, in der Box in Runde 3 schon reingefahren, aber dadurch sind wir eben vor sehr vielen anderen Leuten gelandet. Wir hatten auch einen großen Fehler. Durch den Fehler ist unter anderem eben Max Verstappen vorbeigezogen und ja, hier die Entwicklungen aktuell immer noch vor Toro Rosso, aber relativ weiter Rückstand auf Williams. Kanada ist ja eigentlich eine sehr, sehr einfache Strecke, glaube ich, gewesen und deshalb habe ich die Schwierigkeit eben auch ultimativ hochgestellt. Ich denke, das dürfte passen, also maximale Schwierigkeit. Lasst natürlich gerne auch wie immer Like und Abo da. Och nö, was ist das denn? Ich glaube, es fängt an zu regnen hier im Training in Kanada. Wir fahren noch mit den Slicks. Ja, DRS wurde deaktiviert. Vielen Dank auch, Spiel, dass du nicht automatisch die Intermediates empfohlen hast. Naja, egal. Da stand halt bloß, eine Wetteränderung wird erwartet. Und jetzt muss ich allen Ernstes hier mit Slicks im Regen fahren. Aber ich hoffe einfach mal, dass der gute Punktelauf weiter anhält, weil Kanada ist eigentlich immer relativ easy gewesen. Und ich denke, die Chance dafür, wieder Punkte zu holen heute, dürfte auch relativ hoch sein. Noch sieht alles ganz gut aus, die ersten Kurven alles im perfekten Bereich abgeschlossen, aber man merkt schon, die Strecke wird immer nasser und rutschiger dementsprechend wegen dem Regen. Ich nehme übrigens gerade auch nach einem völlig verrückten Australien Grand Prix die Folge hier auf, also echt krass, was da wieder los war. Die Folge wird sowieso etwas später natürlich wieder online kommen, aber ich fand es trotzdem mega verrückt, also könnt ihr gerne mal eure Meinung reinschreiben, was da alles abging. Ich fand es aber mega unnötig, dass man so lange wegen den roten Flaggen wegen einer letzten Runde gewartet hat und allgemein, dass man eben nochmal einen richtigen Restart gemacht hat, das war zwar ganz geil, aber dadurch halt so viele Fahrer nochmal ausgeschieden und unnötige Unfälle, die dadurch entstanden sind. So, die Runde hat aber super geklappt. Wir haben natürlich den lila Bereich abgeschlossen, bis auf eine Kurve und damit mache ich weiter mit dem Qualifying-Tempo, vermutlich im Regen. Ja, sehr korrekt. Warum auch immer bekomme ich nur 30 statt 50 Punkte bei dem Programm, muss man auch nicht verstehen. Wir haben es eigentlich optimal abgeschlossen. Jo, perfekt, Freunde. Was ist das denn für eine Verarsche? Wir fahren automatisch raus und die KI baut einfach einen Unfall. Und damit sind wir ausgeschieden im Training. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ey, das ist wirklich komplett lächerlich. Also diese KI fährt ja eigentlich mit dem Auto raus und die baut einfach einen Unfall. Das ist wirklich komplett lächerlich. Ja, geil. Einfach ausgeschieden im Training. Und das, obwohl ich nichts dafür konnte. Ja, und wir bekommen wirklich nur 30 Punkte, obwohl wir die Streckenakklimatisierung perfekt abgeschlossen haben. Das Spiel will mich heute komplett hops nehmen. Oder was? Ey, dann muss ich weitermachen mit dem zweiten Training. Ja, ganz so einfach sieht das Qualifying-Tempo nicht aus, aber ich weiß eigentlich, dass die Strecke relativ easy gewesen ist bei dem Spiel und deshalb will ich natürlich schon auf ultimativ bleiben. Ja, mit Abkürzen habe ich es noch hinbekommen, aber ich denke, ohne wäre das nicht möglich gewesen. Also damit haben wir das Programm, glaube ich, auch lila. Ja, wegen paar Tausendstel haben wir es nicht lila abgeschlossen. Geil. Uns fehlen 9000stel auf diese Zeit. Damit bekommen wir leider auch nicht die vollen Punkte, also echt ein bisschen ärgerlich. Also in einem Programm wurden uns einfach die Punkte nicht gegönnt, obwohl wir das Programm in lila abgeschlossen haben. Und hier fehlen uns 9000stel auf den lila Bereich. Naja, egal. Damit haben wir knappe 680 Punkte für das Qualifying Platz 8. Boah, das sind schon sehr, sehr hohe Ziele. Also das wird nicht einfach. Ich denke, Updates kann ich eben noch keins mehr leisten von den besseren. Genau, da fehlen uns eben ein paar Punkte. Weil was ganz geil wäre, glaube ich, das Chassisgewicht oder halt eben den Motor. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Das passiert einfach schon wieder. Jetzt in Qualifying. Ich fahre raus. Ich kann nichts dafür. Warum fährt die KI so dumm einfach in die Wand rein? Das ist wirklich komplett lächerlich. Also ganz ehrlich, das passiert schon das zweite Mal hier bei dem Grand Prix. Da muss ich die Session jetzt mal neu starten. Okay, diesmal haben wir es anscheinend geschafft, weil der plötzlich ganz woanders irgendwie losfährt. Normalerweise war der Spawnpunkt in Anführungszeichen kurz vor dieser Schikane. Und jetzt sind wir aber hier schon nach der Schikane. Mir fällt gerade auf, die haben standardmäßig das Benzingemisch nicht auf Fett gestellt gehabt während dem Qualifying. Die erste Runde zu Ende. Wir sind auf Platz 4 immerhin vor Sergio Perez, aber die Schikane war richtig komisch. Fernando Alonso schon deutlich schneller, nämlich eine halbe Sekunde. Also eventuell sollte ich, glaube ich, doch lieber mal die Schwierigkeit runterstellen, fürs Qualifying zumindest. Ich würde es, glaube ich, trotzdem einfach dabei belassen, weil ich will jetzt nicht jedes Mal die Schwierigkeit umstellen, nur wenn ich mal ein paar kleine Probleme habe. Wir müssen nochmal rausfahren, aktuell nur auf Platz 14. Die Runde aktuell ist eine halbe Sekunde ungefähr schneller. Klar, die Track Evolution auch immer sehr, sehr
sehr wichtig am Ende von der Session und ich denke, damit dürfen wir natürlich locker weiterkommen. Kann sogar sein, dass wir gar nicht mehr zu Ende fahren müssen, aber das passt schon hier, die Schikane, gefährliche Curbs. Wir schaffen knappe 4,5 Zehntel, das ist ganz solide und damit sind wir auf Platz 10, sehr schön, das dürfte natürlich reichen. Am Ende eine Zehntel hinter Alonso und damit eben weitergekommen, die alte Zeit hätte sogar auch noch gereicht. Oh ja, der Regen soll wie gesagt gleich anfangen und das heißt, wir fahren glaube ich jetzt mal direkt raus. Okay, in jedem Moment soll es anfangen zu regnen, das heißt unser Timing so früh rauszufahren war natürlich richtig. Ich denke, ein paar Fahrer werden sich ein bisschen verzetteln, wie Alonso, der leider erst jetzt rausfährt. Och nö, was macht denn der Teamkollege? Und wir müssen halt mit den angefahrenen Reifen leider fahren, weil ich die beiden frischen schon verschossen habe in der ersten Session. Boah, Ricardo, oh, was mache ich denn? Viel zu spät gebremst. Immerhin ein bisschen Windschatten von Ricardo, das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, das war nicht so gut, aber wir sind ein bisschen näher an Ricardo rangekommen im dritten Sektor. Und damit fahren wir die 1.14, damit sind wir leider letzter aktuell, also fünfter. Also ich glaube, unbedingt besser wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja genau, wir haben schon 14. Rückstand, also das kann man echt knicken. Damit würde ich sagen, gehe ich in die Garage. Wir sind aktuell genau 10. Also ich weiß nicht, ob das reicht. Ich denke aber, wir werden wahrscheinlich durchgereicht werden. Alonso hat es aber auch geschafft. Yo, die KI kann sich im Regen noch verbessern. Ey, das macht ja gar keinen Sinn. Naja, das war's dann wahrscheinlich mit den Qualifying. Also jetzt auf Platz 12 ausgeschieden. Da war schon ein bisschen mehr drin auf jeden Fall. Also vor allem im Vergleich zur ersten Session. Ich denke, Platz 10 hätte man schon machen können. Und den Q3 mit Regen. Dann wären wir wahrscheinlich noch weiter vorne gelandet mit der besseren Performance. Naja, Platz 12 ist trotzdem okay. Leider unser Ziel aber nicht erreicht. Und Bottas hat die Rivalität leider gewonnen. Das ist echt bitter, wegen einem einzigen Punkt. Ich glaube, wir hätten quasi doch einen Gleichstand noch erzwingen können, weil dann wäre es eben 30-30 gewesen. Damit verlieren wir ein bisschen Ruf. Stimmt, wir sind ja erster Fahrer mittlerweile. Und damit bekommen wir eben noch ein bisschen mehr Ressourcenpunkte als normal. Okay, das Ziel ist Platz 10. Ist eigentlich machbar für das Rennen. Und jetzt können wir auch ein neues Update starten. Und da würde ich sagen, machen wir das Chassis Gewicht und das bringt auch wieder einiges, die Motorhaube und das müsste hoffentlich bis zum nächsten Rennen auch wieder da sein. Aus meiner Kommentatorenbox erkenne ich eine sehr große, unglaublich aufgeregte Zuschauermenge, die gespannt auf ein unvergessliches Rennen wartet. 2007 errang Lewis Hamilton seinen ersten Sieg. Jenson Button holte hier den Triumph 2011 von der letzten Startposition. Hier beim großen Preis von Kanada fehlt uns bestimmt nichts an einem weiteren tollen Schauspiel. Wenn Sie ein schnelles Rennen suchen, dann sind Sie hier goldrichtig. 59% der 4,3 Kilometer langen Strecke sind mit Vollgas zu befahren. Und die Höchstgeschwindigkeiten gehen rauf bis zu 337 in der letzten Schikane. Doch dieses Tempo verlangt Disziplin und volle Konzentration in jeder einzelnen Runde. Denn Auslaufzonen gibt es nicht. Und wer zu schnell ist, den bestraft die Mauer. Die Strecke hier in Kanada ist sowohl bei den Fans als auch bei den Fahrern sehr beliebt. Wir haben hier schon oft Überraschungen erlebt und heute wird Stefan Römer neben mir Platz nehmen. Mir fällt gerade keine andere Strecke ein, die gegen Ende des Rennens so viel Spannung bietet wie diese hier. Gegen Ende des Grand Prix sind die Bremsen natürlich schon abgenutzt und das Wetter könnte sich geändert haben. Du musst also immer bis zur letzten Kurve hochkonzentriert bleiben. Wir starten nicht von der gewünschten Position. Heute müssen wir uns nach vorne kämpfen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nico Rosberg startet mit seinem Silberpfeil von der Pole. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Ricciardo, Lewis Hamilton und Verstappen. Massa, Bottas, Alonso und Nico Hülkenberg. Sainz Junior und ein McLaren, Romain Grosjean und Kvyat, Gutierrez, Magnussen, Sergio Perez und Jolyon Palmer, Hayanto und Nasser, Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Okay, wir starten zum Glück von der rechten Seite, was gar nicht schlecht sein wird für die zweite Kurve, weil man dort eben die Innenseite hat. Oh, Alter, das sieht interessant aus. Also leichter Regen gegen Ende des Rennens. Ich würde sagen, wir starten definitiv mit den... Hä? Das macht da gar keinen Sinn. Warum kann ich hier keine Reifen auswählen zum
zum Start. Also ich drücke hier. Nee, es geht einfach nichts. Ich muss mit den gelben Reifen starten oder was? Ich will doch einfach mit den roten Reifen starten, weil das würden wir auch locker bis zum Rennende, glaube ich, schaffen, ja. Also check ich gerade auch nicht. Wieso auch immer kann ich nicht den Startreifen auswählen? Wir sind doch nicht mal in Q3 gekommen. Also das Spiel hat manchmal so komische Macken, so wie das mit den Qualifying, dass die einfach in die Wand crashen. Geil, Alter. Ich muss jetzt allen Ernstes mit den gelben Reifen, also mit den Soft starten, obwohl ich mit den Super Soft starten wollte. Verstehe ich echt nicht. Ich drücke nach rechts, links. Es tut sich nichts. Hier kann ich es einfach einstellen und hier geht einfach gar nichts. Ich fahre einfach so lange, wie es geht und dann dürfte das passen. Aber wenn man sich alleine die Zeiten schon anschaut, wir fahren 1.16er Zeiten mit den Soft und mit den Ultra Soft würde man 1.13er Zeiten fast schon schaffen. Damit legen wir los. Okay, anscheinend startet jeder auf den Soft. Also anscheinend hatte niemand so wirklich eine Wahl. Und los geht es, der Start von uns ist ganz in Ordnung, besser als Carlos Sainz schon mal. Und damit, hey, was ist das denn für ein Scheiß? Ich will mein Lenkrad bedienen, es geht einfach nicht, es fährt geradeaus. Ja, geil, also da, wenn ich jetzt keine Rückblende verwende, ist das wirklich lächerlich. Also das ist so komisch beim Start. Ich will mit dem Lenkrad lenken, es reagiert erst nach 5 Sekunden. Also ich wäre niemals hier so dumm geradeaus gefahren. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Naja, egal, weiter geht's. Echt komisch manchmal. Also heute hat das Spiel echt seine Probleme. Oh, da gibt's einen Unfall. Kimi Räikkönen fährt ein bisschen raus. Wir sind schon ganz weit vorne. Jo, okay, wir sind auf Platz 8. Sehr stark. Alonso aber mit den Ultrasoft hat natürlich tausendmal mehr Grip. Ach man, egal, damit sind wir schon mal 9. und damit in den Punkterängen, sehr stark. Also das war ein super Start, Kimi Räikkönen ist auf Platz 11 zurückgefallen. Aber ja, schon das dritte Ding, was heute ganz komisch ist bei der Aufnahme. Zweimal fährt das Spiel uns in die Wand rein in Qualifying, beziehungsweise einmal im Training. Und jetzt konnte ich irgendwie die Reifen nicht auswählen und dann ist mein Lenkrad noch gerade ausgefahren. Ich konnte nicht einlenken, aber ja, jetzt sollte alles passen. Hülkenberg mit den Ultrasoft, natürlich tausendmal schneller. Also ich sehe da echt gar keine Chance, dass wir da überhaupt mithalten können, die ersten Runden. Weil die Ultrasoft halt wirklich 2 Sekunden eigentlich schneller sind pro Runde. Mit den Supersoft hätte man locker auch starten können. Aber ich durfte ja die Supersoft nicht auswählen. Wir kommen vorbei. Hä? Warum schlafen hier alle nach der Schikane? Und wir kommen vor auf Platz 4 wahrscheinlich. Ey, das ist wirklich komplett crazy. Also ich verstehe es nicht, was die KI da gemacht hat. Und damit sind wir auf Platz 4. Innerhalb von einer Kurve, einfach wegen der Schikane. Unglaublich, also hier an beiden Williams vorbei, an beiden Red Bull. Wirklich komplett verrückt, was hier abgeht. Also was ein Rennen bisher. Da sind die zu dritt hier auf der Gerade. Ganz entspannte Sache. Und damit eben auf Platz 4 an Verstappen vorbei. Ja, aber die werden sowieso wieder bekommen. Ja, Verstappen mit tausendmal mehr Grip. Das ist klar, keine Berührung mit dem Niederländer. Boah, schaut euch mal an, wie weit vorne da die Mercedes schon sind. Die haben locker schon 3 Sekunden Vorsprung auf den dritten. Aber ich denke, die Karten von uns könnten heute nicht schlecht sein, wenn wir eben erstmal einen Stop und sparen können, indem wir eben erstmal reinfahren, wenn der Regen kommt. Und die ganzen Leute auf Ultrasoft, die fahren wahrscheinlich unnötig zu früh in die Boxengasse, weil die halt keine andere Wahl haben. Also so schlimm war es gar nicht jetzt. Oh, Valtteri Bottas war da fast schon vorbei. Aber in der Schikane, da sind wir einfach viel besser als die KI. Okay, die hinter uns haben DRS. Ich denke, das macht keinen Sinn dagegen anzukämpfen. Bottas zieht vorbei, Massa zieht auch vorbei und vielleicht auch noch Daniel Ricciardo. Bottas verbremst sich, ey. Was machen die? Solche Idioten. Ja, und Massa dreht sich fast weg. Okay, der Felipe. Naja, egal. Damit sind wir immer noch 6. Aber mega die Zeitverschwendung. Damit Hülkenberg auf Platz 7 sogar mittlerweile. Alonso komischerweise ein paar Plätze verloren. Oh, da ist ein Motorschaden hinter uns. Ey, das ist doch echt komplett bekloppt, was hier abgeht. Massa ausgeschieden. Wollte gerade vorbei an Hülkenberg und dann raucht der Motor komplett ab. Safety Car wahrscheinlich nicht. Hülkenberg fährt, glaube ich, in die Boxengasse. Aber noch haben wir kaum Wolken in Sicht. Also es geht eigentlich noch. Keine Ahnung, wann der Regen dann kommt. Wahrscheinlich halt wirklich erst am Ende. Das steht in 5 Minuten schon. Ja, gelbe Flagge. Kimi Räikkönen, du darfst nicht überholen. Ja, perfekt. Der darf nicht überholen. Jetzt ist aber grün. Ja, Kimi Räikkönen kann, glaube ich, jetzt auch mal vorbeiziehen. Weil der ist schon in einer ganz eigenen Liga mit dem Tempo. Kommt der mal vorbei? Irgendwie nicht wirklich. Keine Ahnung, wieso der plötzlich gar keine Pace hat. Mit DRS offen, langsamer als der McLaren Honda. Okay, der fährt in die Boxengasse, deshalb hat er sich anscheinend hier zurückgehalten. Ja, und damit übernehmen wir die Führung, Freunde. Und wenn der Regen gleich kommt, können wir wirklich so den Stop und sparen, weil jetzt mittlerweile sind doch schon einige mehr Wolken am Start. Ey, Alonso hat wieder so viel Pech mit seiner Strategie. Der hängt wirklich jetzt allen Ernstes mitten im Verkehr fest. Ich habe keine Ahnung, was der immer macht. Der hätte schon so viel mehr Punkte holen können, wenn die Strategie einfach ein bisschen besser wäre. Okay, gelbe Flaggen. Ey, das wäre jetzt scheiße, wenn jetzt... Nein, Virtual Safety Car. Okay, zum Glück.
Weil richtige Safety Car wäre schon belastend. Was ist das denn? Bottas ist ausgeschieden. Ey, das sieht man nicht mehr. Mann, aber keine Ahnung, was der gemacht hat anscheinend. Mit Kimi Räikkönen im Duell ist er wahrscheinlich links da in die Mauer eingeschlagen. Und damit eben das Rad ab. Also Bottas ausgeschieden. Da sehen wir nochmal sein Auto. Valtteri Bottas stellt sein Auto da eben ab vor der Boxengasse. Alter, in 15 Minuten Starkregen. Das heißt, am Rennende haben wir anscheinend nochmal richtig krassen Regen. Boah, das war knapp hier mit dem VSC. Das war noch im roten Bereich. Aber jetzt fangen, glaube ich, die Regentropfen an. Zumindest habe ich irgendwas schon mal erahnt. Oh, ey, der Regen, Alter. Da müssen wir die Kurve sogar schneiden. Jetzt wird es, glaube ich, soweit sein mit den Intermediates. Genau hier bestätigt. Das heißt, wir fahren rein. Ah, nee, Rosberg hatte sogar DRS, weil erst jetzt wurde es deaktiviert. Krass, dass wir uns so durchgesetzt haben. Jetzt kommt Rosberg doch vorbei, oder? Komm, hier ausbeschleunigen. Jawohl, Freunde, damit doch wieder in Führung. So, Boxenstopp bitte vor Rosberg. Jawohl, 2,1 Sekunden, sehr schön. Ja, mal schauen. Ich denke, die Pace ist ja sowieso immer besser. Nein, wir machen den Yuki Tsunoda. Bitte kein Einschlag. Okay, wir haben es überlebt. Aber Rosberg kommt natürlich vorbei. Ey, Mann, wie unnötig. Die Führung hergeschenkt. Aber wir sind auf Platz 2, Freunde. Sainz ist Dritter im Toro Rosso. Also es könnte echt ein Wunder heute geben auf dem Podium. Rosberg fährt uns komplett in Grund und Boden. Aber das ist ja sowieso klar. Der ist schon über eine Sekunde weg. Ey, aber das sind so krasse Abstände. Also von Sainz und dem Vierten auf den Rest des Feldes sind das locker 10 Sekunden alleine schon. Also die ganze Start-Ziel-Gerade. Oh, da ist wieder, glaube ich, jemand ausgeschieden. Zumindest ist dann die gelbe Flagge. Ich muss mal gucken, was da für ein Chaos ist. Ah nein, die sind ernsthaft mit den Soft noch weitergefahren, manche. Ey, wie lächerlich. Alonso, ja, der hat hier einen Unfall. Ey, das kann nicht sein. Der Männer, ich glaube, Rio Hayonto fährt Alonso hinten rein. Und Alonso dreht's weg. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Wie viel Pech kann der Teamkollege denn noch haben? Der wird einfach abgeschossen von einem, der in die Boxengasse reinfährt. Obwohl der vor uns gestartet ist, die bessere Pace hatte, sind wir Zweiter. Und er ist eben auf Platz 19 oder so. Also das ist schon krass. Und die Pace sollte, glaube ich, für uns echt gut genug sein für das Podium. Und hinter Sainz ist noch ein Auto. Aber bis zu dem nächsten kommt erstmal lange gar nichts. Und das heißt, bei noch 5 Runden zum Ende können wir wirklich heute das Podium schaffen, Freunde, mit Platz 2. Och nein, 3 Sekunden Zeitstrafe. Ey, nein, Alter. Das war echt dumm. Schon dreimal diese blöde Schikane, aber ich denke, die Pace ist gut genug. Ey, das wäre so krass, wenn wir das Podium schaffen sollten mit dem McLaren Honda. Klar, die Bedingungen sind natürlich ein großer Vorteil für uns mit dem Chaos. Und die Pace ist halt echt stark. Also wir fahren auf Nico Rosberg-Niveau. Das heißt, ohne den Fehler hätten wir vielleicht sogar den Sieg schaffen können. Weil Rosberg hätte uns wahrscheinlich sowieso nicht überholt. Oh, mittlerweile Romain Grosjean Dritter, okay. Der hat anscheinend Carlos Sainz überholt. Ey, echt ein krasses Podium. Wir Zweiter im McLaren und Grosjean Dritter im Haas. In der allerersten Saison vom Team überhaupt. Also das ist auch krass. Damals 2016 war ja das erste Jahr von Haas. Und damit kommen wir in die letzte Runde. Wir sind immer noch auf Platz 2, 10 Sekunden Vorsprung auf Romain Grosjean. Also das wird hier wirklich das allererste Podium in der Karriere. Echt unglaublich, also das hätte ich niemals gedacht. Mit dem Regen, klar, sind wir immer deutlich besser als die Konkurrenz normalerweise. Und das ist halt schon echt ein großer Gamechanger. Also ohne Regen habt ihr es ja gesehen, wir waren nur 12. in Qualifying. Und ja, durch das ganze Chaos, weil wir uns auch den Boxenstopp gespart haben, sind wir eben aktuell Zweiter. Selbst wenn wir normal gefahren wären, hätten wir das Podium schaffen können, weil wir schon 10 Sekunden vor Grosjean sind, also vor dem Dritten. Keine Ahnung, was die KI gemacht hat. Die sind sowas von weit weg teilweise, die ganzen Fahrer. Also hinter Grosjean alleine ist auch schon eine Mega-Lücke. Und dann nochmal 2, 3 Fahrer und dann noch eine große Lücke. Noch einmal die Schikane an World of Champions vorbei. Nico Rosberg gewinnt das Rennen ganz entspannt vor uns. Wir kommen auf Platz 2 ins Ziel. Das ist das Podium für McLaren, Alter. Unglaublich. Mit diesem Auto, in den Bedingungen. Ey, was ein Rennen. Alter, unglaublich. Also wieder mal mit der richtigen Strategie. Das 6. Mal in Folge, glaube ich, Punkte geholt. Und jetzt einfach Zweiter, Freunde. Einfach ein Podium mit McLaren Honda. Das kann man doch echt nicht glauben. Und Grosjean ist Dritter. Also komplett verrückt. Also hier das Podium. Da sind wir auf Platz 2. Echt surreal. Sogar Grosjean eben Dritter. Sehr, sehr chaotisches Rennen. Ausfälle von Bottas, von Massa. Alonso, der leider eine kleine Kollision hatte. Und jetzt hier schön die Champagner-Dusche. Sehr, sehr krass. Hier das Podium. Wir auf Platz 2. Also hier das Rennergebnis. Wir eben Zweiter, dann Grosjean, Verstappen, Sainz, Vettel, Ricardo, Perez, Gutierrez und eben Kimi Räikkönen in den Punkten. Alonso leider nur auf Platz 18. Und ja, hier in der Fahrerwertung sind wir immer noch Siebter, aber schon deutlich vor Valtteri Bottas, auch deutlich vor Fernando Alonso und damit bei den Konstrukteuren immer noch Vierter, aber eben von Williams gut abgesetzt. Sehr starke Leistung. Rosberg auf Platz 1 vor Max Verstappen und Ricardo. Hamilton gerade mal 61 Punkte. Sein Rückstand einfach mega groß. Wir sind fast vor
Hamilton in der Fahrerwertung. Gibt nochmal einige Punkte, 150 jetzt damit wieder. Und nochmal für den ersten Fahrer. Ey, das ist schon nice. 60 Punkte pro Wochenende als erster Fahrer. Ja, damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende von der heutigen Folge natürlich. Lasst ein Like und Abo da, falls ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen möchtet. Eine Trophäe wurde hinzugefügt, genau hier, von Kanada. Sehr, sehr schön. Echt krasse Leistung. Und beim nächsten Part geht's dann weiter, ich glaube in Baku. Das wird, glaube ich, auch ein Chaosrennen. Naja, also damit war's das. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Und ciao.